ich bin wieder voll da. Ich meine, naja, das mit der Zähne, ja. Ist so, wie es ist und ich glaube, ich habe schon wieder richtig den vollen Biss. Ja, damit ich heute und morgen und überhaupt wieder kraftvoll zubeißen kann. Ja, mit dem Biss ist so eine Sache. Was ist denn da beispielsweise mit die Bezirksbürgermeisterin von Kreuzberg-Friedrichshain los, ja? Monika Herrmann, die Jörke. Jetzt will die für die Touristen oder wegen den Touristen da irgendwie neue Anordnungen treffen, ja? Knigge für Touristen. Und dann sollen sie unter ihre Rollwägelchen Gummireifen machen. Also, hat die ein Rad ab oder was? Gummireifen unter die kleinen Rollis, damit die nachts nicht so klappern oder... Ach, alles Quatsch, ey. Mal was anderes, ja? Erinnern wir uns noch, was früher so in den Hausfluren und auf den Höfen und an den Wänden für Schilder waren? Also ich will mal sagen, so eine richtige olle Portiersche, die hat das angebracht, ja? Und da wollte man sehen, hier, Betteln und Hausieren verboten. Das meinte ich ja eigentlich, ja? Naja, wurde eben nicht gebettelt, wa? Heute im Internet und ganz modern und digital und was weiß ich, ist das ganz anders. Da heißt das auch nicht mehr betteln, da heißt das Crowdfunding. Ja, Crowdfunding. Also ähnlich auf jeden Fall. Da habe ich mir gedacht, bei meiner Fülle Facebook-Fans und überhaupt, kann ich doch mal ein Crowdfunding machen, ja? Zum Beispiel die Helft-Nero-Woche. Ja, jeder, der mir kennt, der zahlt mal eben 1 Euro. Ja, 1 Euro. Naja, und wenn ich dann gut gelaunt bin, dann werde ich mal sehen, was ich damit mache oder so. Ja, na, ist ja auch Quatsch. Nebenbei gesagt. Ne? Ich mache jetzt mal wieder eine kleine Zeitreise und lasse da echt mal einen Affen raus. Ja, und das ist heute eigentlich noch genauso. Wer in Berlin ist, ein Spaziergang durch den Berliner Zoo. Ihr hört einfach das zu. Verstehst du, was ich meine? Ey, ja? Also, mach ich mich zum Affen und zeige nochmal, was ich 1978 da getrieben habe. Natürlich mit Schultheiß. Und um die Verwandlung perfekt zu machen, verwandle ich mich jetzt in einen blutjungen Jüngling. Und dann macht's gut, Nachbarn, und roch dich im Bette. Guten Tag, Schultheiß-Freunde. Wo wir heute sind mit der Teletheke, sollten Sie auch mal wieder hingehen. In den Berliner Zoo nämlich. Wissen Sie, bei den Tieren ist es genauso wie bei den Menschen. Es gibt Stars unter ihnen. Zum Beispiel Knautschke. Ein typischer Berliner. Eine große Klappe. Ja, und auch ein Berliner Maler hat sein Atelier im Zoo aufgeschlagen. Jürgen Wölke. Na, flotter Strich, flottes Bier. Na, und in dieser Umgebung eine Molle. Oder noch besser, eine Original-Berliner Weiße. Das ist doch wie verreist. Prost! Prost! Internationale Gäste aus Wales im Berliner Zoo. Welcome and cheers! Cheers! Schultheiß ist fein. Prost, meine Damen! How do you like Schultheiß? Very well, Prost! Na, als Berlinerin trinke ich Schultheißbier. Mir schmeckt Schultheiß. Und Ihnen auch? Wunderbar. Schöne Erfrischung? Das ist eine ganz ausgezeichnete Erfrischung. Na dann Prost! Prost! Ja, und wir sehen uns wieder am 21. August, kurz vor der Tagesschau. Bis dahin, tschüss und Prost! Prost! Prost. Prost. Prost.